gelohnt, 600 Kilometer zu fahren. Also muss ich echt sagen. Garmin ist extrem nett. Hof ist extrem geil. Meine Frau ist extrem begeistert. Ja. Viele Tiere. Sie ist ja extrem tierlieb. Und deshalb habe ich auch gesprochen. Ja, genau. Das ist mein Vogelhäuschen. Hier auf dem Handenhof gibt es nichts Kleines. Schnitzel? Jumbo? Vogelhäuschen? Ja. Einfach umdrehen. Okay. Ja. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja. Rotlichtmilieu auf dem Handenhof. Meine Fresse. Ihr könnt euer Geld aber auch leichter verdienen, oder? Ja. Hier steht das Pferd drunter und Tammer hat ja ganz lange auch Menschen behandelt. Ja. So, und wenn es dann Winter war und war kalt, dann saßen die alle im Rotlichtmilieu und haben dann von uns was zu trinken gekriegt, heißen Kaffee, heißen Glühwein. Haben dann ein paar Peoples sonieren lassen und anschließend haben wir hier dann eben Cocktailbar und sowas alles gemacht, haben wir hier also richtig... Aber jetzt redest du von Zweibeinern? Von Zweibeinern, ja. Vielleicht sogar mit dem Pferd zusammen. Ich meine, wo in Deutschland kann man mit seinem eigenen Pferd in die Sauna gehen? Haben wir auch schon gemacht. Gemeinsam? Gemeinsam. Naja, warum denn nicht? Doch, es gibt schon Leute, die... Warme Luft ist warme Luft, was soll denn da lernen? Ja, da passiert nichts. Aber es geht immer noch ums Pferd, ne? Wie bis hier, wie gehen die Pferd? Ich bin nicht so blöd, wie du aussiehst, ja? Das riecht... Das riecht wirklich wie in der Sauna. Also wie in der richtigen. Pferdesauna, Entgiftung, Atemwegserkrankung aller Art, Stoffwechselstörung, Muskelstoffwechselprobleme, Übersäuerung. Was hast du an? Tanga oder was hast du an? Ich habe eine Badehose mit. Ja. Würde das gehen? Also Atemwegserkrankung, auch Lunge und so weiter. Ja. Stoffwechselstörung, Muskulaturprobleme. Kein Unterschied. Hautprobleme. Da haben wir unsere speziellen Aufgüsse, die wir dann jeweils dann einsetzen. Ne? So, und dann gehen die raus, werden einmal mit kaltem Wasser abgeschockt. Hör gut zu, das ist dein Programm. Ich schock nicht mehr. So, und dann wirst du wieder geschrubbt, schön mit Shampoo. Dann mit dem Schrubben, was wir vorhin schon im Stall hatten? Ja, ja, das machen wir dann richtig mit Shampoo. Ja, schön. Und dann ab unter Solarium trocknen. Ist ja nicht schlecht, oder? Ich finde das großartig. Gebucht. Genau. Also, Zehnerkarte. Genau. Wo ist deine Ferienwohnung? Und wo muss ich den Schlüssel holen? Man hat mir von depressiven Pferden. Das auch. Also, wenn die, sag ich mal. Ja. Und Aktivierung des Stoffwechsels. Check. Depressive Pferde. Na ja, warum soll es denn anders auch gehen? Na ja, eine Frage. Die gibt's auch. Dann fährt das auch nur, Mensch. Es gibt auch genug Pferde, die Kopfschmerzen haben. Ach was? Das stellt man fest. Ich arbeite nach kraniosakraler Therapie, um zu behandeln, Blockaden zu beseitigen. Und dann sprechen die Pferde eigentlich ganz viel Bände. Aber es sind genug Pferde, die auch Kopfschmerzen haben. Weil die und dann eine Aspirin Plus? Trensen, nee, mit Aspirin Plus ist meistens nicht getan. Ist es nicht immer die Pille? Nee, definitiv nicht. Hat mir jahrelang geholfen. Ja, dir. Das war ein stummer Gaul. Aber. Das Pferd kann ja praktisch von Natur aus den Reiter nicht tragen. Ach so? Nee, also von Natur aus hast du vorne und hinten Beine, in der Mitte nichts. Und du musst das Pferd dahin bringen, dass es den Rücken stabil hält, um den Reiter zu tragen. Und mein Bas ist eben Balance-Reitsystem, ist im Grunde genommen das Betriebssystem der Pferde, weil wir wollen uns nicht draufsetzen, die Zügel anziehen, dass der Kopf irgendwie runterkommt und so eben der Rücken des Pferdes von unten nach oben schwingt, dass du nicht einen halben Meter aus dem Sattel kachelst und andererseits, dass das Pferd nicht leiden muss, dass du mit deinen 150 Kilo oder so. So, das war bisher aber schön. Ja. Also erstmal muss ich sagen, als Praktikant bist du durchaus brauchbar. Ist das also wahr? Da kannst ist du wahr? Gerne wiederkommen. Absolut. Hey, da hat sich doch, ne? Da hat sich genau. Schon mal gelohnt. Jetzt wollten wir eine Schnitzel umbinden, aber das... Na, gucken wir mal, ob Socke der Bock drauf hat. Was bist du denn? Wir wollen die schick machen. Oh nein, meine Mädchen. Guck mal, ganz schick. Ganz schick. Oh, so, super. So. Oh nein. Jetzt sieht man, dass du ein Mädchen bist. Oh toll. Was man alles aufpassen muss, das ist doch Wahnsinn. Das schaffe ich. Das schaffst du. Ich miete mich jetzt hier eine Woche ein. Carmen, kriegst du hin. Das war total toll bei dir. Es hat so viel Spaß gemacht. Klasse. Hankenhof. Komm gerne wieder. Bildung. Jumper und Schnitzel und JA und wie sie alle heißen. Sehr geil. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder, genau. Na klar. Das war übrigens der letzte, der
auf dem Hanken drauf gefragt hat, ob er einfach mal reiten kann.